das glauben eben viele Menschen, die denken, die Selbstverwirklichung ist sowas Elementares, Großes, Spektakuläres und dann bin ich angekommen und dann geht es mir für immer gut. Doch letztendlich ist Selbstverwirklichung für mich und ich glaube auch realistisch gesehen etwas ganz Kleines, etwas, was man jeden Tag machen kann und etwas, was fortläuft, denn wir Menschen, wir sind immer in Bewegung, das sind die Gesetze der Natur. Ne? In der Natur, wenn ich da jetzt rausgucke und sehe das Grüne da draußen, das ist, in ein paar Wochen werden sich die Blätter färben und im Winter sind keine Blätter da, im Frühling kommen sie wieder. Das ist für uns so natürlich, aber bei uns Menschen ist es genauso. Wir sind nie gleich. Wir haben dadurch aber auch die großartige Möglichkeit, uns jeden Tag, jedes Mal nochmal aufs Neue selbst zu verwirklichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und ich habe einen ganz besonderen Gast. Sie ist 1989 in dem wunderschönen Querschied geboren, promovierte Psychologin, Model und Influencerin, Dr. Katharina Rina Bambina Stenger. Langer also, Name. Genau. Ja. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke. Ja. Ein langer Name. Rina Bambina ist ein Künstlername, den du schon sehr lange trägst. Katharina ist der bürgerliche Name. Wie kommt es oder kam es zu dem Künstlernamen? Gibt es eigentlich gar keine Riesengeschichte drumherum. Ich bin in einem Jahrgang groß geworden, in dem es ganz viele Katharinas gab. Das war damals der Hype. Ich bin nach meiner Urgroßmutter benannt und es gab ganz viele Katas und ganz viele Katis. Und irgendwann dachte ich mir, da würde ich mich gern so ein bisschen abheben von den vielen Katas. Und meine Großmutter, sie nennt mich Rina. Und so kam er zuerst auf Rina, als es dann darum ging, irgendwann einen Künstlernamen zu entwickeln für das kreative Business, das ich auch mache, kam von Freunden her Bambina, einfach so ganz lapidar dahergesagt. Und da dachte ich mir so, ja, ist eigentlich cool. Das reimt sich, das ist knackig, das hat einen schönen Flow. Und dann war Rina Bambina geboren, eigentlich ganz unspektakulär. Aber dann ging es ja erst los mit dem Spektakel. Dem Spektakel, genau. Wir kennen es jetzt schon viele Jahre und haben uns damals kennengelernt über unser Magazin. Also unsere Zuschauer wissen das, wir sind mit Popscene Partner von dem Kulturtalk und auch mit dem Poprat Saarland. Und es war, glaube ich, damals so ziemlich zum Beginn deiner Model-Laufbahn. Und ich hatte dich damals noch mit Verlaub als schüchternes Mädel in Erinnerung, also als normales Mädel mit T-Shirt und so. Was hat dich damals bewogen, in diesen Bereich halt einzusteigen? Ich glaube, normal war ich noch nie. Aber tatsächlich, aber das ist auch gut so. Schüchtern, ja, das stimmt. Ich denke, dass die Schüchternheit oder der Trend zur Introversion immer schon ein Teil von mir war und auch immer noch ist. Und das ist auch gut so. Zu dieser Zeit würde ich sagen, dass ich meinen Stil noch nicht so ganz gefunden habe. Und die Suche geht natürlich immer irgendwie weiter, das ist klar. Aber zu dieser Zeit hatte ich mich noch so gar nicht gefunden. Deshalb auch wahrscheinlich T-Shirt und irgendwie normale Hose und noch keine so keinen richtigen Charakter irgendwie dahinter, der so zusammengehört. Und das spiegelt auch gut wider, wie ich mich damals gefühlt habe zu dieser Zeit. Das ist, ne, schon lange her. Und da habe ich mich noch nicht so ganz gefunden, auch mich selber noch nicht als Mensch und wusste noch nicht so wirklich, wo ich hin will. Und dieser Stil, den ich dann seitdem immer mehr entwickelt habe, immer mehr verfeinert habe, das hat so angefangen, also meine Oma ist schuld, wieder die Großmutter, die ist schuld daran. Sie hat den Kleiderschrank voller Kleidungsstücke, die sie selber getragen hatte in den 50er, 60er Jahren. Sie war Schneiderin und hat diese Stücke natürlich aufgehoben, wollte immer, dass ich die anziehe. Und anfangs habe ich mich gesträubt, dachte so, ach, will ja nicht aussehen wie meine Oma, so ein bisschen, obwohl ich meine Oma über alles liebe. Sie ist die größte Inspirationsquelle für mich. Allerdings als, ja, so Ende Teenager, so Anfang junges Erwachsenenalter, da will man jetzt nicht unbedingt die Klamotten der Oma anziehen zu dieser Zeit damals. Dann habe ich mich aber doch breitschlagen lassen irgendwann und habe diese Sachen angezogen und habe mich überraschend wohlgefühlt dabei. Ich fand das dann ganz toll und dachte mir so, boah, das
gehört zu mir. Das ist ja auch irgendwo ein Stück meiner Familiengeschichte. Meine Großmutter hat mir dann auch immer Stories dazu erzählt, wie sie dieses Kleid hergestellt hat, was da gerade los war in ihrem Leben. Und durch mich haben die Kleidungsstücke nochmal sowas wie ein zweites Leben bekommen. Und ich fand allein die Vorstellung so schön, dass ich mich in diese Richtung immer ein bisschen weiterentwickelt habe. Habe dann meinen eigenen Kleiderschrank immer mehr angefüllt mit Vintage-Klamotten, sowohl authentisch als auch dem nachempfunden, und habe angefangen zu kombinieren, auch modern und Vintage. Also ich lege mich da jetzt nicht fest, aber habe mich darin immer mehr gesehen, immer mehr gefunden. Also es war jetzt nicht nur eine Stilentwicklung, sondern auch eine Persönlichkeitsentwicklung für mich dadurch. Deshalb habe ich es auch gefragt. Also das hat sich einiges bei dir getan, also optisch, also auch, dass du, sagen wir mal, vor eine Kamera gehen kannst und oder auf eine Bühne und die rockst. Darum geht es ja auch so ein bisschen heute, um das Thema vielleicht Selbstfindung und so weiter. Und du hast gerade deinen Stil angesprochen und du bist ja halt sehr klassisch hier angekommen. Und da kann man ja nie was falsch machen, ne? Also ich meine, es muss sich jetzt niemand klassisch anziehen oder so, kann jeder tragen, was er will. Aber das ist so ein bisschen zu deinem Stil geworden. Wie würdest du den noch beschreiben? Also du hast gesagt Vintage. Da hatten wir damals, war diese Pin-Up-Geschichte sehr stark am Kommen. Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich habe es eben schon angesprochen. Für mich gibt es jetzt keine klare Linie. Auch Pin-Up und Vintage ist so versatil, so unterschiedlich, dass man das gar nicht so wirklich an einem Begriff festmachen kann. Meinen persönlichen Stil würde ich so beschreiben, dass er sich orientiert an vergangenen Zeitepochen, zum Beispiel die 1940er Jahre, mag ich sehr gerne. Die Bluse ist so ein bisschen dem nachempfunden, so ein bisschen mit den Schultern, die so ein bisschen gepolstert sind. Kam wieder in den 80ern, ich weiß, aber ich orientiere mich wirklich eher. Aber eher weniger schön, also ja, ne? Bin mir das auch danke. Besser. Genau, aber ich orientiere mich tatsächlich ja an diesem so, ne? 1940er Jahre, 50er Jahre, auch gerne 60er Jahre, aber mische es eben auch ganz gern mit modernen Einflüssen. Also so wirklich eine Stilrichtung, eine Szene, die ich da so bediene, gibt es für mich jetzt nicht. Ich mag dieses Taffe ganz gern, aber auch dieses Weibliche. Und hier kommt das Pin-Up, das du gerade angesprochen hast, nochmal so ein bisschen ins Spiel. Die Pin-Up-Girls, das kennt man ja aus der Nachkriegszeit oder auch schon während des Krieges, Zweiter Weltkrieg beispielsweise, kam diese Bewegung so ein bisschen auf. Ne? Mädels, die sich leicht bekleidet, aber nie völlig nackt vor einer Kamera präsentieren. Dann wurden Fotos gemacht oder sie wurden auch gemalt am Anfang von Jill Elfgren beispielsweise, ein bekannter Pin-Up-Maler. Und diese Mädels wurden eingesetzt, um beispielsweise Soldaten moralisch zu unterstützen, an das Heimatland zu erinnern. Und genauso ist diese Bewegung so aufgekommen. Das hat sich auch immer so ein bisschen weitergetragen, dann glücklicherweise auch nachdem der Krieg vorbei war, glücklicherweise, gab es diese Modeikonen. Dann gab es die Marilyn Monroe, dann gab es die Audrey Hepburn. Auch sie sind aus dieser Riege von Mädchen quasi entstanden, sind wundervolle, kreative, inspirierende Frauen, die ihre Weiblichkeit darstellen auf verschiedene Art und Weise. Und man merkt, dass sie das leben. Ne? Sie haben ihren eigenen Stil entwickelt. Es gibt den typischen Audrey-Stil, den typischen Marilyn-Stil, der ist unverkennbar. Und der ist weiblich, der ist authentisch, der ist auch mal tough, der ist auch mal verspielt, aber immer individuell und so einzigartig wunderschön. Das mag ich so sehr daran. Ich bin ein bisschen abgeschweift, merke ich gerade, aber wieder zu meinem Stil zurückzukommen. Ich versuche, das alles so ein bisschen zu vereinen, mir aus vergangenen Jahrzehnten etwas rauszusuchen, was, wie ich denke, zu mir passt, und probiere mich da auch gerne aus. Hauptsache für mich tatsächlich so ein bisschen gerne, dass der Vintage-Aspekt dabei, super gerne etwas, was schon lange getragen wurde. Wenn das sich einrichtet, wenn ich in einem Vintage-Laden ein originales Kleid finde, beispielsweise in L.A. habe ich da ein Ballkleid gefunden, das ich super, super gerne trage. Es ist jetzt nicht bodenlang und total pompös, wenn man sich jetzt so vorstellt vielleicht, sondern eher schlicht, eine schöne A-Linie. Und das trage ich unglaublich gern, weil ich mir dann vorstelle dabei, was dieses Kleid alles schon erlebt hat. Mhm.
das ist sowas Wundervolles. So, das mag ich an diesem Stil. Das bin ich dieses Jahr wieder erleben und Geschichten ausdenken, kreativ sein, weiblich sein, verspielt sein, aber auch tough sein. Jetzt hast du schon über das Thema Inspiration ein bisschen gesprochen. Also deine Großmutter hat dich inspiriert, hast ein paar Mode-Ikonen genannt. Ist das so im Wesentlichen das? Oder wie war das? Wie hast du dich da eingearbeitet in das Thema? Oder warst du, also was war am Anfang dieser Phase, was dich inspiriert hat? Ja, das sind tatsächlich so ein bisschen die Vorbilder, die ich auch hatte und immer noch habe. Ich inspiriere mich gerne mit Filmen, alte Hollywood-Klassiker beispielsweise. Auch die Musik inspiriert mich sehr und letztendlich andere Künstler und Künstlerinnen, die heute auch den Vintage-Stil so ausleben. Mhm. Meine Großmutter ist definitiv die größte Inspirationsquelle für mich. Allein ihre Lebenseinstellung, sie ist sehr lebensbejahend und hat ein total positives Mindset, so das, was vielen von uns heute ein bisschen fehlt. Mhm. Und da orientiere ich mich ganz stark an ihr und wie sie das Leben eben sieht. Sie hat mich da sehr geprägt. Aber auch die Hollywood-Stars, die man heute einfach noch glücklicherweise sehen kann. Audrey Hepburn hatte ich vorhin schon angesprochen. Sie ist eine Ikone für mich, denn sie ist unglaublich talentiert natürlich, schauspielerisch. Sie hat ihren Style, sie spielt sehr emotional, auch verspielt, aber auch sehr professionell. Und darüber hinaus, jetzt wenn man hinter den Stil schaut, inspiriert mich aber auch die Person an sich. Ich weiß nicht, ob du weißt, aber Audrey Hepburn ist zum Beispiel sehr engagiert gewesen. Sie hat viel gespendet, beispielsweise für wohltätige Zwecke und hatte einfach ein sehr großes Herz, so wie sie porträtiert wird zumindest. Ich glaube das auch. Also der Mensch an sich inspiriert mich auch, nicht nur die Äußerlichkeit. Eine andere Ikone für mich ist Barbara Stanwyck. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sagt dir der Name was? Nee. Dann erkläre ich es gern. Barbara Stanwyck wurde bekannt unter anderem durch ihre Filmrollen. Sie war Schauspielerin im Film Noir. Das ist so ein Genre, das kann man sich so Gangsterfilme aus den 40er Jahren, das fing schon ein bisschen früher an, aber so 40er, 50er Jahre war so die Hochsaison der Film Noir, des Film Noir-Genres. Und sie hat dann öfter mal so eine taffe Gangsterbraut gespielt oder so die Damsel in Distress. Und sie hat einfach so dieses taffe, professionelle, hat auch öfter mal Showgirl, hat sie auch mal gespielt in einer Komödie, die heißt Ball of Fire, ist sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Also ich hau gerne meine Filmempfehlungen hier raus. Genau, und einfach so ihr Stil, so das, was sie verkörpert. Sie war immer stets professionell und man hat gemerkt, sie steht dahinter, ne, hinter der Rolle, die sie spielt. Da scheint immer auch so ein bisschen Barbara durch. Das mag ich. Mhm. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen deutlich machen, was mich inspiriert und warum auch. Okay. Hausaufgabe für die Zuschauer, alle Filme anschauen und dann können sie es auch besser einordnen. Genau, ja, ein Film, den ich empfehlen kann, nur ganz kurz als Randnotiz, ist Hollywood Canteen. Da spielen so ziemlich alle bekannten Schauspieler und Schauspielerinnen mit. Da kann man sich einiges angucken und abgucken. Okay. wir sind uns dann später auch nochmal begegnet, ganz oft in der Zwischenzeit. Denn du hast bei unserem Model Madness Contest teilgenommen, das der letzte 2013 sogar gewonnen und den wiederholen wir jetzt auch nochmal in diesem Jahr am 24. November, um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Das ist eine Mischung aus Varieté, Burlesque und Model Contest. Das heißt, du hast dich auch dann irgendwann Wettkämpfen gestellt, hast dich, ich sage jetzt mal, messbar gemacht und nicht nur vor der Kamera posiert. War das der nächste Schritt? Warum hast du dich für diesen Schritt entschieden? Ich mag die Herausforderung, sage ich jetzt mal. Ich mochte es, vor der Kamera zu stehen und bin da auch sehr gerne kreativ. Ich meine, das Fotos machen, das ist so ein Ausdruck meiner Kreativität und meines Facettenreichtums. Doch ist man beim Fotografieren auf eine gewisse Art und Weise immer so ein kleines bisschen eingeschränkt. Und auf der Bühne konnte ich ein bisschen mehr machen. Ich konnte schon vor dem großen Tag, vor dem Contest-Tag beispielsweise ein Konzept entwickeln, mir einen Charakter überlegen oder vielleicht auch verfeinern, mir etwas ausdenken
was ich zu dem Contest mitbringen möchte, was ich vielleicht auch sagen möchte, in direkter Kommunikation mit dem Publikum. Das heißt, ich konnte mich richtig so vorbereiten, reindenken. Das hat für mich nochmal, ist für mich nochmal ein größeres Level an Kreativität gewesen. Und allein sich zu bewegen. Ne, beim Fotografieren, klar, bewegt man sich auch, man posiert und man kennt die Schokoladenseiten, aber auf der Bühne, ja, da bist du einfach da. Und du wirst von allen Seiten gesehen und du bist jede Sekunde präsent, nicht nur einen Auslöser lang, sondern wirklich die ganze Zeit, auch wenn dann die anderen Mädels laufen. Ne, du bist die ganze Zeit, die Leute glotzen dich an, damit musst du klarkommen. Das ist nicht einfach. Und das war nochmal ein starker Schritt aus meiner Komfortzone raus. Ich hatte diesen kleinen Vorteil, dass ich schon in jungen Jahren Theater gespielt habe. Denn ich hatte das Glück, meine Mutter ist Autorin und sie schreibt Theaterstücke für Kinder, die dann von Kindern, auch für Kinder aufgeführt wurden, ob man noch werden. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bühnenluft geschnuppert. Das mochte ich total, so verschiedene Rollen zu spielen auf der Bühne. Gerade weil es eben so einen Kontrast darstellt zu der eher schüchternen Persönlichkeit, die ich schon immer hatte. Und mir hat das Schauspielern da auch ein bisschen geholfen, mehr präsent zu sein, ein bisschen doch auch selbstbewusster zu sein, zu wissen, was ich will und das auch zu kommunizieren. Da hatte ich schon so ein bisschen die Erfahrung gehabt. Das heißt, ich habe mich jetzt generell nicht vor der Bühne gescheut, doch einen Contest zu machen, wirklich, wie du sagst, messbar zu werden. Da gucken dich Leute an, die bewerten dich in dem Moment. Das ist nochmal was ganz anderes. Ich mochte die Herausforderung, ich mochte den Kontrast zu meinem damaligen Leben, 10 Jahre zuvor. Ich mag es auch, wenn Kontraste miteinander harmonieren. Die eine Seite meines Lebens war ja das Psychologiestudium beispielsweise zu dieser Zeit. Das heißt, ich war in der Regel umgeben von Hörsälen, von Lehrbüchern, von lateinischen Begriffen für irgendwelche Psychopharmaka, die ich auswendig lernen musste. Und das war so eine Starre für mich ein bisschen. Ich konnte mich da nicht wirklich frei entfalten, auch kreativ. Und die Model Madness und andere Contests boten mir eben die Möglichkeit, genau das zu tun, mich kreativ da zu entwickeln, über eigene Ideen nachzudenken, Konzepte zu erarbeiten und letztendlich, ein ganz wichtiger Punkt, eine Community zu finden. Das ist das, was so ein bisschen fehlt, finde ich auch heute nochmal. Ne? Menschen, die sehr gerne kreativ sind, die eine Idee haben, eine Vision, finden nicht so einfach einen Anschluss oder eine Community, wo sie merken, okay, ich bin ja gar nicht allein. Da gibt es auch andere Menschen, die genauso denken und genauso ihre Einzigartigkeit präsentieren, auch zelebrieren wollen. Und das war für mich so ein wichtiger Faktor nochmal, an Contests und auch an der Model Madness dann teilzunehmen, weil das sind Leute größtenteils aus dem Saarland oder Umgebung gewesen, die genauso empfinden wie ich über die Persönlichkeit und über Kreativität, Individualität. Ich versuche so ein bisschen so langsam den Bogen zu spannen zu deiner Coaching-Tätigkeit. Also speziell bei diesem Wettbewerb spielen jetzt Körpermaße zum Beispiel keine Rolle. Natürlich gute Fotos, die hat man gebraucht, aber was halt entscheidend war, und das ist das, was du eben so ein bisschen angedeutet hast, so dieses aus sich rausgehen und sich zeigen, also eine Ausstrahlung aufzubauen. Da wäre die Frage, kann man das lernen und wie hast du das gelernt oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Mhm. Weil man muss ja wirklich was zeigen, ja. Vielleicht sogar übertrieben im Vergleich zu einer normalen Unterhaltung, ein bisschen überzeichnen und so. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Geht das überhaupt? Oder ist das Naturtalent? Ja, man darf sich nicht verstecken, das stimmt. Das ist eher so dieses Hervorheben von bestimmten Aspekten, da hast du recht. Ich finde es übrigens echt toll, dass es keine Restriktionen gibt hinsichtlich Körpergröße oder Körpermaße und so weiter. Das will ich nur ganz kurz hier einwerfen. Das habe ich nämlich auch schon anders erlebt. Und ich finde es toll, dass jeder und jede mitmachen darf dabei. Ja, das kann man lernen. Das weiß ich auch aufgrund meines Studiums. Ich habe Neuropsychologie studiert, habe da auch promoviert und ich kenne das Gehirn. Ich weiß, wie das Gehirn funktioniert. Und es gibt ja immer so ein bisschen diese Ausrede, ja, ich bin zu alt, für irgendwas noch zu lernen. Da kann ich sagen, nein, das stimmt so nicht, denn unser Gehirn ist ständig in der Lage, neue Dinge
zu lernen und sich anzupassen, etwas Neues zu entwickeln und auch Aspekte der Persönlichkeit vielleicht ein bisschen auch stärker herauszuziehen. Das kann man definitiv lernen. Und ich habe verschiedene Methoden entwickelt, damals, als ich die Contests noch selber als Teilnehmerin erfahren habe, wie man sich da gut vorbereiten kann. Da ist natürlich jeder ein bisschen anders. Ich bin die absolute Planerin. Ich bin die, die vor dem Contest, so die Nacht vorher im Hotelzimmer ihre Walks und ihre Posen und ihre Choreo noch fünfmal durchmacht, bis sie sitzt. Ich bin auch diejenige, die 12 Strumpfhosen einpackt, weil ja doch immer eine Strumpfhose reißt, was öfter passiert, als man glaubt. Ich bereite mich da gerne vor, weil es mir eine Sicherheit gibt. Und das ist auch so ein Tipp, den ich gerne mitgeben möchte für Menschen, die da mitmachen wollen bei solchen Contests, ein bisschen zu recherchieren vielleicht vorher über den Contest. Was ist die Message? Was will ich vielleicht auch kommunizieren bei dem Contest? Was will ich da mit reinbringen? Und oder wie kann ich auch meine einzigartige Stärke, da hatten wir ja gerade drüber geredet, Individualität, Stärken mit reinbringen, was kann ich, was mag ich, was ist mir wichtig, welche Vorbilder habe ich vielleicht und kann mich daran orientieren. Das Mindset spielt eine große Rolle. Es ist jetzt nicht nur der Style, den man natürlich entwickeln muss und das Lauftraining, das man vielleicht hat vorher, sondern es ist auch eine Kopfsache, damit zu machen. Du hast vorhin auch gesagt, ne, das kostet vielleicht Überwindung oder ne, man muss aus der Komfortzone raus. Da ist es schon wichtig, sich mental auch ein bisschen drauf vorzubereiten, zu wissen, okay, was mache ich, wenn ich Lampenfieber kriege oder wenn ich dann last minute so hinter der Bühne stehe und denke, oh nee, ich will doch lieber nach Hause, aber da gibt's kein Zurück mehr. Ne, was mache ich denn dann? Da so ein bisschen sich auch mental vorzubereiten, ist wichtig. Mhm. Natürlich den eigenen Stil dann finden, ne, eine Klamotte aussuchen mit Accessoires, in der ich mich wohlfühle. Wohlfühlfaktor spielt für mich eine ganz große Rolle, weil wenn ich auf der Bühne stehe und fühle mich nicht wohl in dem, was ich anhabe oder in dem, was ich mache vielleicht, dann ziehe ich mich automatisch direkt zurück, ne, und man hat direkt so eine Haltung, so Gott, ich will mich verstecken, ich will eigentlich gar nicht hier sein, ich fühle mich nicht wohl. Und das sieht dann nicht gut aus auf der Bühne. Wenn ich mich selber aber wohlfühle mit dem, was ich mache, da wirklich dahinter stehe und Spaß habe dran, dann da bin ich hier und das hat ganz, ganz viel mit Körpersprache zu tun. Irgendwie gibt es auch eine Studie, sogar 80%, Leute bewerten dich oder schätzen dich ein aufgrund deiner Körperhaltung, Körpersprache zu 80% ungefähr. Mhm. Ne? Also kommt ganz, ganz viel auf Körpersprache an. Mhm. Und das hat wiederum mit Wohlfühlen zu tun. Wenn ich mich wohlfühle, dann strahle ich genau das aus. Und auch hier ist die Vorbereitung einfach wichtig. Mhm. Am Tag selber, wenn man dann vor Ort ist, ist es cool, wenn man sich mal die Bühne anschaut, irgendwie guckt, okay, was könnte ich da machen? Wenn man da so ein bisschen im Kopf durchgeht, was ergibt irgendwie Sinn für mich? Und eine Sache, die ich einfach ganz unbedingt ansprechen möchte, weil es mich selber auch betrifft, ist, was mache ich, wenn es nicht klappt? Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel bewerbe für einen Contest und schaffe es noch nicht mal durch die erste Runde. Beispielsweise habe ich mich bei der ersten Model Madness auch beworben und habe es nicht geschafft. Bin gar nicht erst ins Finale gekommen. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen, wenn man ehrlich ist, klar, das ist eine Enttäuschung. So ein bisschen, weil man hat sich dann so zusammengerafft und denkt so, oh, ich mache da jetzt mit, hurra. Und dann klappt es nicht. Und das ist kein Versagen. Es gibt keine Versagerinnen und Versager bei Contests. Wenn man es nicht durch die erste Runde schafft, dann versucht man es nochmal. So wie ich das gemacht habe. Ich hatte dann ein Jahr Zeit, mich nochmal darauf vorzubereiten und dann ist meine Zeit auch gekommen. Und auch wenn man bei Contests mitmacht oder auf der Bühne steht und schafft es zum Beispiel nicht auf die ersten drei Plätze, ist mir auch schon passiert, ich habe viele Contests gemacht, wo ich es gar nicht so weit geschafft habe, irgendwie aufs Treppchen zu kommen. Auch das ist nie Versagen oder es nicht schaffen oder so. Das ist immer eine Gelegenheit zu lernen über sich selbst, ne, vielleicht auch ein bisschen zu verfeinern, das Feedback zu nutzen und es nochmal zu probieren. Das ist mir einfach ganz wichtig, dass ich das sage. Dass, ne, es gibt keinen Versagen, es gibt nur Gelegenheiten zu lernen. Mhm. Du hast gesagt, es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man das lernen kann. Wichtig ist der erste Eindruck. Wir sind ja sehr schnell darin, Situationen, Personen zu bewerten halt.
Aber das sind ja Tipps, die jetzt nicht nur für eine Modelkarriere nützlich sind, sondern auch im Berufsleben, wo man präsentieren muss vielleicht. Also das heißt, hier kann man dich auch ansprechen und kann auch solche Tipps erfahren. Zieht dir was an, in dem du dich wohlfühlst. Was weiß ich, renne vielleicht noch einmal um den Block, wenn du nervös bist. Genau, oder sowas, lass das Cortisol halt, ne? raus, das Stresshormon, genau. Ja, oder Atemübungen oder sowas, klar, auf jeden Fall. Also ich habe viele Menschen, die zu mir kommen, weil sie zum Beispiel ein Jobinterview haben oder, ja, wie du gesagt hast, präsentieren müssen, irgendwie oder eine Rede halten müssen und haben das halt noch nie gemacht. Oder Menschen, die mal vom Fernsehen angesprochen wurden, dass sie vielleicht mal bei einem Beitrag dabei sind und wollen das unglaublich gerne machen, haben aber so ein bisschen die Hemmung, sich vor eine Kamera zu stellen. Ich kann es absolut nachvollziehen, ne? Das kostet Überwindung. Aber man kann es lernen. Es gibt Techniken, die einen dabei so ein bisschen unterstützen. Und das unterrichte ich sehr, sehr gerne. Also, wenn ihr Vorstellungsgespräche habt oder Interviews geben müsst, vielleicht sogar beim Kulturtalk vorher bei dir melden. Jetzt haben wir so ein bisschen mal deine Anfänge gesprochen. Du hast mittlerweile ich weiß gar nicht, ob ich euch jetzt als Fotomodel bezeichnen soll. Also ich sage mal als Gesamtkunstwerk Rina Bambina wirklich eine sehr gute, wahnsinnige Karriere gemacht und bist damit auch um die halbe Welt gereist, sicherlich auch durch Unterstützung einer Szene möglicherweise. Vielleicht kannst du mal ein paar Stationen nennen, die dir besonders wichtig waren oder besonders aufregend oder toll. Sehr gerne. Ja, die halbe Welt ist tatsächlich, ist nicht untertrieben. Ganz besondere Stationen für mich waren Las Vegas auf jeden Fall. Da durfte ich bei einer Modenschau dabei sein und für ein Schweizer Label laufen auf dem größten Vintage- und Rockabilly-Event, das es gibt. Es nennt sich Viva Las Vegas. Und da kommen wirklich die Leute aus der ganzen Welt dahin. Das ist dann so ein ganz, ganz großes Wochenende, Weekender nennt man es auch. Und da auf der Bühne zu stehen, übrigens auf derselben Bühne, auf der auch Dieter von Thies gestanden hat, die Burlesque Queen quasi. Ich habe ihren pinken Glitzerkaktus hinter der Bühne angefasst. Ja, weil ich das so toll fand. Der stand da hinten rum als Requisit und ich dachte so, cool. Und Dieter stand tatsächlich vor der Modenschau, nach der Modenschau da auf der Bühne, auf derselben Bühne, auf der ich stand. Das war für mich so ein krasses Highlight. Dann war meine Zeit in Japan natürlich auch sehr prägend für mich. Ich war eine Zeit lang in China, habe dort gearbeitet an der Chinese Academy of Science und hatte dann die Möglichkeit, nach Japan zu gehen. Und Japan hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ich mag die Kultur, ich mag diese Achtsamkeit, die diese Kultur ausstrahlt und auch die Menschlichkeit. Und das Land ist einfach unglaublich interessant, die Landschaften, das Essen dort. Ich mag es sehr und da bin ich natürlich nach Japan gegangen und habe dort durch Gleichgesinnte auch, andere kreative Menschen, mit denen man sich zusammenschließen kann, Workshops gegeben, auch zu dem Thema Körpersprache oder Stilbewusstsein oder auch Stilfindung für Frauen größtenteils. Und das war für mich auch so ein richtig berührendes Erlebnis, das dort zu machen. Denn es gibt viele Frauen, die gerne ihren eigenen Stil noch ein bisschen mehr heraustragen möchten. In unserer Gesellschaft, wir sind das gewohnt, dass es schon gut machbar ist bei uns, dass man sich zeigen kann, auch mit einem etwas extravaganten Stil. Aber in Ländern oder Gesellschaften wie Japan oder Asien im Allgemeinen ist es noch nicht ganz so einfach. So habe ich die Erfahrung gemacht. Und da ist es schön, solche Frauen zu unterstützen, zu sagen, ja, finde deinen Stil, du hast eine Community, du hast Unterstützung und leb dich da auch gerne aus, wenn auch in einem geschützten Rahmen erstmal. Da durfte ich tatsächlich auch in Japan, in Yokohama, einen Pin-Up-Contest selber moderieren, zweimal. Und das war echt cool. Das war mega. Jetzt gibt es im Leben als, ich sage jetzt einfach mal Model, nicht nur Glanz und Glamour. Man hört auch oft von negativen Ereignissen, bei Shootings oder in anderen Situationen. Hast du da Tipps, wie man erkennen kann, ob die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, Fotografen oder Agenturen, seriös sind? Und wie verhält man sich am besten, wenn man in eine solche Situation kommt? Ich habe das Glück, dass mir das noch nicht oft passiert ist, tatsächlich. Allerdings habe ich, als ich angefangen habe, natürlich auch versucht herauszufiltern, mit wem ich zusammenarbeite und mit wem nicht. Natürlich gerät man ab und zu an Menschen,
bei denen es einfach nicht so passt, wo die Chemie nicht so stimmt und dann arbeitet man auch nicht mehr miteinander. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, aber ganz, eine ganz krasse negative Erfahrung hatte ich jetzt nicht. Wie ich es mache, vielleicht auch, weil ich genau das mache, vorher, ich recherchiere, wenn ich eine Anfrage bekomme von einer Agentur oder von einem Fotografen, auch Fotografin, recherchiere ich über diese Person. Ich schaue mir natürlich das Portfolio an, Webseite, wie öffentlich ist diese Person auch schon und gibt es Menschen, die schon mit dieser Person zusammengearbeitet haben, die ich vielleicht auch mal anfragen kann, wie war das eigentlich, mit dieser Person zu arbeiten? Und da bekommt man in der Regel auch sehr offenes Feedback dann darüber. Und wenn es denn zum Shooting-Tag kommt, dann empfehle ich, eine Begleitperson mitzunehmen, wenn man sich noch ein bisschen unsicher fühlt. Natürlich auch irgendwie, dass jemand weiß, wo man da genau shootet, wenn man jetzt irgendwo im Wald rumturnt oder so, dass man weiß, dass jemand weiß, okay, wo das genau ist. Und genau, dass sich da einfach ein Backup irgendwie mitnimmt. Generell finde ich es gut, wenn man auf sein Bauchgefühl hört, weil ganz oft hat man schon so eine Intuition, kann ich mit einem Menschen gut arbeiten? Komme ich mit diesem Menschen klar? Vielleicht telefoniert man vorher oder man redet irgendwie auch mal vorher mit einem Fotografen oder einer Fotografin. Und wenn man das Gefühl hat, okay, das irgendwas ist komisch, es fühlt sich nicht gut an, dann sollte man auf das Bauchgefühl hören und den Termin dann auch nicht wahrnehmen. Oder wenn man auch schon da ist, sollte man sich nicht davor scheuen zu sagen, ach nee, es passt nicht für mich. Ich will es doch nicht machen. Das ist kein Problem. Also wenn man wirklich sich so unwohl fühlt, das würde man ja auch auf den Fotos sehen, man hätte echt keine so schöne Erfahrung damit, dann sollte man es auch nicht machen von vornherein. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur sehr erfolgreich in diesem Sektor unterwegs, sondern ganz nebenbei auch noch promovierte Psychologin. Auf eine Sache bin ich gestolpert auf deiner Webseite, also bietest Online-Beratung an, damit hast du sehr früh angefangen, also noch bevor sozusagen die Corona-Welle losging und mal alles über Videochats gemacht hat. Aber du schreibst auf deiner Webseite, du bietest keine Psychotherapie an. Kannst du das mal erklären? Das stimmt. Also das Feld der Psychologie ist ja so unglaublich groß und es ist da schwierig natürlich für Laien herauszufiltern, was ist jetzt eine Psychologe, wer bietet Psychotherapie an, was ist mit den Heilpraktikern für Psychotherapie. Ich bin genau promovierte Psychologin, bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, also ich darf wohl therapieren, allerdings möchte ich es in der Online-Psychologie so handhaben, dass es keine Therapie ist, denn es gibt da immer noch Unterschiede. Was ich tue, ist psychologische Beratung. Ich verschreibe auch keine Medikamente, das machen die Psychiater. Das ist nochmal eine ganz andere Klasse, das sind Mediziner oder Medizinerinnen, die eben Medizin studiert haben. Und die psychologischen Psychotherapeuten, das sind die Psychologen und Psychologinnen, die eine Ausbildung in der Klinik gemacht haben, die also sehr klinisch an das Ganze rangehen. Die arbeiten auch mit den Krankenkassen in der Regel zusammen. Da gibt es dann so ein bestimmtes Ablaufverfahren, wie so eine Therapie aussehen soll, wie viele Sitzungen das umfasst. Jetzt zum Beispiel bei der Depression, wenn ein Mensch mit depressiven Symptomen zu denen kommt, dann gibt es immer das Schema F. Und das mag ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich mag es individuell. Und ich habe mich deshalb so ein bisschen aus diesem System herausgezogen, mache mein eigenes Ding. Ich nenne es dennoch nicht Psychotherapie, weil ich glaube, dass im Online-Bereich einige Dinge, die therapeutisch begleitet werden sollen, lieber in einer Klinik oder im klinischen Rahmen begleitet werden sollten, face-to-face. Das ist einfach sicherer. Online-Psychologie ist großartig, beratend, dass man beratend zur Seite steht, aber wenn es wirklich um einen krassen Leidensdruck geht, sind die Menschen meiner Erfahrung nach besser aufgehoben, wenn sie in einer Praxis sind, wenn sie wirklich sich gegenüber sitzen, wenn vielleicht auch ein klinischer Aufenthalt sinnvoll wäre und vielleicht auch eine medikamentöse Behandlung ratsam wäre, dann finde ich, sollte man das trennen. Was ich mache, ist eher beratend in Krisensituationen beispielsweise oder auch eher dieses, und ich mag den Begriff überhaupt gar nicht, Live-Coaching, das ist ein ganz, ganz furchtbarer Begriff, weil es da einfach so viele Coaches gibt, die eben nicht eine gute Ausbildung haben, professionelle Ausbildung haben. Deshalb nenne ich mich auch nicht gerne Live-Coach, aber es ist letztendlich Coaching, Beratung. Es ist ein bisschen leichter. Da ist kein Leidensdruck unbedingt dahinter.
Es ist ein fließender Übergang manchmal, aber es ist eher so dieses, ne, Lebenskrisen bewältigen. Das ist so mein Metier. Mhm. Genau, das ist deine Mission. Also steht es auch auf der Webseite. Bewältigung von Lebenskrisen, aber auch Selbstverwirklichung und Selbstbestimmtheit. Da haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Sind das auch die Themen, mit denen die Menschen so zu dir kommen? Oder welche Themen sind das überhaupt? Aber du hast dich ja mal positioniert, den Bereich. Mit welchen Themen kommen die Leute zu dir? Dass genau. Man das auch mal einschätzen kann. Ja, also Krise ist ja nicht gleich Krise. Da gibt es ja Unterschiede. Beispielsweise, was für mich ein großes Thema ist, ist die Sinnkrise oder Existenzkrise, dass man das Gefühl hat, und ich glaube, da waren wir alle schon mal, dass man gerade nicht so wirklich weiter weiß. Man hat so das Gefühl, man steht still oder man steckt irgendwie fest und es gefällt einem aber nicht, wo man gerade ist. Man will sich irgendwie da rausentwickeln aus der Situation, in der man gerade ist, hat aber nicht die Motivation oder auch nicht die Möglichkeit, nicht die Kraft, da alleine sich fortzubewegen. Das kann in unterschiedlichen Bereichen passieren. Das kann im Job sein, dass man auf einer Position sitzt, wo man sich denkt, boah, ich will das eigentlich gar nicht mehr, das macht mir keinen Spaß, das erfüllt mich nicht. Oder in einer Beziehung kann es auch passieren. Viele kommen mit Partnerschaftsproblematiken zu mir. Oder letztendlich auch einfach mit sich selbst. Menschen sind mit sich selbst nicht zufrieden und wollen woanders hin im Leben, aber wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Also dieses Feststecken, das ist so ganz, ganz typisch für die Menschen, die zu mir kommen. Und diese ja mangelnde Energie oder mangelnde Motivation, auch mangelnde Inspiration, wie man das denn anstellt, zum Beispiel so eine Selbstverwirklichung oder so eine freie Entfaltung. Wie macht man das eigentlich? Und da helfe ich, da komme ich ins Spiel. Das wäre genau die nächste Frage gewesen, nämlich das Thema Selbstverwirklichung. Also ich unterstelle dir jetzt mal persönlich, dass du schon dich sehr selbstverwirklicht hast. Du hast viele Ziele erreicht, das Studium erfolgreich promoviert, hast deinen Stil gefunden, hast bist viel in der Welt unterwegs, hast viel erlebt dadurch auch. Was genau ist eigentlich Selbstverwirklichung? Wann ist man oder hat man sich selbst verwirklicht oder ist das ein Ziel, dem man eigentlich ein ganzes Leben hinterherrennt? Hinterherrennen, das klingt so negativ, aber eigentlich ist es genau das tatsächlich. Also Selbstverwirklichung in meinen Augen ist nie wirklich erreicht, diese große Selbstverwirklichung. Das glauben eben viele Menschen, die denken, die Selbstverwirklichung ist sowas Elementares, Großes, Spektakuläres und dann bin ich angekommen und dann geht es mir für immer gut. Doch letztendlich ist Selbstverwirklichung für mich und ich glaube auch realistisch gesehen etwas ganz Kleines. Etwas, was man jeden Tag machen kann. Und etwas, was fortläuft. Denn wir Menschen, wir sind immer in Bewegung. Das sind die Gesetze der Natur. Ne? In der Natur, wenn ich da jetzt rausgucke und sehe das Grüne da draußen, das ist, in ein paar Wochen werden sich die Blätter färben und im Winter sind keine Blätter da, im Frühling kommen sie wieder. Das ist für uns so natürlich, aber bei uns Menschen ist es genauso. Wir sind nie gleich. Wir haben dadurch aber auch die großartige Möglichkeit, uns jeden Tag, jedes Mal nochmal aufs Neue selbst zu verwirklichen. Und das beginnt einfach mit der Frage, was ist mir wichtig im Leben? Welche Werte habe ich? Welche Ziele verfolge ich zum Beispiel auch? Ein Ziel hattest du vorhin schon angesprochen. Für was brenne ich vielleicht? Was könnte meine Mission sein? Und so beginnt dieser Prozess der Selbstverwirklichung. Es ist wirklich ein Prozess, den man jeden Tag nochmal aufs Neue durchlaufen kann. So, was will ich heute zum Beispiel machen? Heute ist für mich so meine Mission, mit dir hier zu sitzen und mich schön zu unterhalten über diese wichtigen Themen. Und allein dadurch habe ich mich selbst verwirklicht. Und das heißt aber nicht, dass es dann aufhört. Danach geht's immer weiter. Das bedeutet für mich Selbstverwirklichung. So ein bisschen dem gegenüber steht das Thema Erwartung, was man, die man an einen richtet, die man an einen Menschen hat. Ist das auch ein Thema, dass Menschen damit nicht klarkommen, in welcher Rolle sie aktuell stecken? Das stimmt. Wir Menschen haben Erwartungen. So funktioniert unser Gehirn einfach. Wir wollen irgendwo eine gewisse Sicherheit haben. Wir wollen vorhersehen können, was passiert, weil wir uns ja damit einfach wohler fühlen. Allerdings müssen wir von dieser Illusion so ein bisschen loslassen, weil letztendlich wissen wir ganz oft nicht, was passieren wird. Wir haben es an der Pandemie sehr stark gemerkt auf einmal, dass unsere Erwartungen nicht mehr erfüllt wurden und wir so ein bisschen der Schwerelosigkeit umhergetrieben sind.
Erwartungen gehören, aber sie gehören zum Leben dazu. Es ist wichtig zu hinterfragen, welche Erwartungen habe ich tatsächlich an mich selbst und richte ich mich nach meinen eigenen Erwartungen oder richte ich mich zum Beispiel nach den Erwartungen von anderen Menschen, von der Gesellschaft? Inwiefern passe ich überhaupt in diese Erwartung oder in diese Konvention hinein? Ist es vielleicht an der Zeit, eigene Erwartungen ein bisschen zu verändern, ein bisschen zurückzuschrauben vielleicht auch und vielleicht auch gar nicht mehr so sehr auf die Erwartungen von anderen Menschen zu hören oder mich danach zu richten? Es gibt die sogenannten People-Pleaser, vielleicht hast du das schon mal gehört, sind die Menschen, die sich sehr stark an den Erwartungen, an den Bedürfnissen anderer orientieren und sich selber dann so stark zurückstellen, dass sie gar nicht mehr wissen, wer sie sind und was sie eigentlich wollen, was sie brauchen im Leben. Das ist so ein krasses Phänomen, das man angehen kann, zum Beispiel auch psychologisch. Man kann dann anfangen, also ich fange an, mit den Menschen daran zu arbeiten, dass sie sich selbst mal reflektieren, dass sie merken, okay, ich bin eine Person mit einzigartigen Stärken und mit Zielen und mit Wünschen und die darf ich auch erfüllen, wenn ich das will. Und das geht und ich erlaube mir das. Ich muss mich nicht nur nach anderen richten. Ich darf auf mich selber achten. Ich darf für mich selber sorgen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, also wirklich so ein bisschen loslassen von Erwartungen, vor allem von den Erwartungen anderer und ein bisschen mehr auf mich selber achten, im Moment leben. Also ich erwarte von dir immer, dass du sehr adrett angezogen bist, immer freundlich, immer fröhlich, aber am Wochenende ist auch mal gibt's auch eine andere Rina Bambina. Rina Bambina ist so facettenreich, absolut. Ich werde deine Erwartung wahrscheinlich erfüllen. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, da bin ich noch drüber gestolpert. Du bist auch, ich spreche es richtig aus, Ikigai-Coach. Mhm. Was ist das? Absolut richtig, genau, ja. Ikigai. Das ist so ein ganz großes Wort, auch in den letzten Jahren geworden. Ikigai ist ein japanisches Wort, habe ich auch selber in Japan kennengelernt. Ist eigentlich ein Wort in der Alltagssprache, ist eigentlich gar nichts Großartiges, so wie es bei uns so ein bisschen vermarktet wird. Jeder und jede, die ich kenne, benutzt dieses Wort mehr oder weniger im Alltag und weiß, was damit gemeint ist. Wir im deutschsprachigen Raum übersetzen dieses Wort oder interpretieren das Wort vielmehr als das, was dein Leben lebenswert macht oder das, wofür du morgens aufstehst. Ach, das klingt so herrlich, ist so eine Interpretation. Wörtlich kann man es mit Lebenssinn übersetzen, aber ich finde das auch wieder viel zu riesig. Also das, wofür du morgens aufstehst, da kann man vielleicht so ein bisschen ansetzen. Das, was dich von innen heraus motiviert. Nicht die Erwartungen von anderen Menschen, keine Anerkennung, kein Ruhm, kein Geld, sondern das, was dich wirklich von innen heraus motiviert, bestimmte Dinge zu tun in deinem Leben und diese dann auch zu genießen. Das ist Ikigai, so in einem zusammengefasst. Können Sie ein Beispiel nennen, was das sein könnte? Das kann ganz vieles sein. Das kann die erste Tasse Kaffee am Morgen sein. Für die Kaffeetrinker und Trinkerinnen unter uns. Ich meine, der erste Kaffee, oh, wie das schon riecht, wenn man die Packung aufmacht und dann dieses Gefühl und die Wärme, der Kaffee dann ausströmen lässt im Körper, das ist so ein Ikigai-Moment für mich zum Beispiel. Was ganz, ganz Kleines, Alltägliches, was ich aber total genießen kann. Das Gespräch, das wir führen, kann aber genauso Ikigai sein. Auch meine Mission im Leben kann mein Ikigai sein. Das, was mich antreibt im Leben, auch wenn es mal stressig ist. Also das heißt, das ist eher so, geht so in Richtung Achtsamkeit vielleicht und sagen wir mal halt auch Dinge sich bewusst zu machen. Ne? Also ich meine, ja, genau. Man kann sich die Tasse Kaffee, also ich trinke jetzt Tee zum Beispiel, die kann man sich wahrscheinlich auch morgens reinschütten. Ja, genau. Oder man kann sie halt eben, man kann es zelebrieren. Ist das damit so ein bisschen gemeint? Genau, eben, beim Tee bist du eigentlich genau, da bist du sehr japanisch sogar. Da gibt es doch die Teezeremonie. Und die kann über Stunden gehen. Wahrscheinlich haben wir die Zeit leider nicht. Aber es geht genau darum, du hast es auf den Punkt getroffen, achtsam zu sein für die Dinge, die man schon hat im Alltag. Natürlich auch gerne darüber hinaus. Aber das, was schon da ist, vielleicht noch ein Ticken mehr zu genießen und achtsam wahrzunehmen. Und wenn wir das Wort Achtsamkeit hören,
denken wir ganz oft irgendwie auf der Yogamatte sitzen, im Schneidersitz und zu meditieren und zu sagen. Und das ist auch ein Teil von Achtsamkeit. Klar, das ist nicht falsch, aber Achtsamkeit ist so, so viel mehr. Achtsamkeit kann man im Gespräch haben, kann man beim Arbeiten haben, wenn man so richtig im Flow ist, kann man auf der Bühne haben. Achtsam zum Beispiel in einem Contest zu sein, in dem, was man gerade macht und das wirklich so einzusaugen, diesen Moment. Auch das ist eine Form von Achtsamkeit, die uns Menschen, glaube ich, in der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen ist, leider. Ja, ja, da liegt es halt oft auch an Begrifflichkeiten. Ne? Also ich habe jetzt gestern den Begriff Yogamattenopfer gehört. Geil. Was ist ja eigentlich was Gutes ist. Also wenn man Yoga macht, ist ja nichts genau Schlechtes rein. Halt. Ne? Ja, aber nee. Ja, okay. Gut, es ist bei uns große Tradition, die wir ab und zu auch mal zwischendurch vergessen, aber im Prinzip ist es große Tradition, dass jeder Gast etwas mitbringt, ein Ding, was bedeutet, was ihn vielleicht inspiriert. Was hast du uns denn mitgebracht heute? Ich habe in meinem Schrank gestöbert und habe tatsächlich meine Schärpen gefunden, meine Gewinne von bestimmten Contests, die ich gemacht habe. Und tatsächlich habe ich, man glaubt es kaum, das hier noch gefunden, ein Teil meiner Schärpe des Model Madness Contests, den ich damals glorreich gewinnen durfte. Und darauf bin ich mega stolz. Und ich finde, für mich ist das so ein bisschen ein Symbol dafür, für meine Anfänge natürlich, da wo alles mehr oder weniger wirklich angefangen hat, einer der ersten Contests, die ich absolviert habe, und soll vielleicht auch so ein bisschen Inspiration geben für andere Menschen, mal rauszukommen aus der Komfortzone. Egal in welcher Form auch immer. Sei es in einem Contest oder vielleicht bei einem Fotoshooting oder bei einem beruflichen Schritt, mal zu überlegen, okay, fühle ich mich da wohl, wo ich bin? Und wenn nicht, wie kann ich vielleicht noch einen Schritt herauskommen aus dieser Zone und etwas Neues entdecken, vielleicht auch eine neue Facette an mir? Weil letztendlich sind wir alle irgendwie Könige und Königinnen. Dich und alle dazwischen. Das stimmt. Wunderbares Schlusswort. Und wenn man da Probleme hat, kann man sich an dich wenden und du hilfst da auch sehr gern, hast auch viel Erfahrung drin. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für das sehr nette Gespräch. Was steht dieses Jahr noch an? Das habe ich noch vergessen, das wollte ich noch fragen. Oh, also ganz aktuell steht eine Shootingreise durch Norwegen an, jetzt Ende August, eine Woche für Designerlampen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja. Und dann im Oktober geht es auch Kreuzfahrt. Da darf ich Workshops geben, auch für Körpersprache, Präsenz, Fotoshootings werden gemacht, auch wieder so im Vintage-Style. Da geht es dann aufs Mittelmeer. Das wird, glaube ich, sehr großartig. Dann natürlich die Model Madness im November. Am 24. November, genau. Wo kann man dir folgen? Das ist bestimmt Instagram, TikTok, überall. Alles. Ich habe Instagram tatsächlich. Ich habe für mein Model-Business, für meine kreativen Tätigkeiten einen Instagram-Account, bambina_rina. Und auch für die psychologische Seite meiner Arbeit, @Dr. Katharina Stenger. Da folgt man mir am besten. Also, klick drauf. Lieben Dank. Rina Bambina, Dr. Katharina Stenger. Dankeschön. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Yes. Yay! We did it!